Wir sind Koblenz ist der Titel einer Fotoausstellung, die vom 3. März bis zum 6. April in der Galerie Handwerk der Handwerkskammer Koblenz zu sehen ist. Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Fotografien, die im Rahmen des Schengelmarktes im September 2015 entstanden sind. Hinter der Kamera stand Fotografenmeisterin Sabine Reuter, die 300 Besucher im Bild festhielt. Dabei griff die Handwerkerin auf einfache Stilmittel zurück. Denn fotografiert wurde nicht im Studio, sondern mitten im Marktgeschehen auf der Koblenzer Schlossstraße. Und hier mit wenigen technischen Hilfsmitteln. Wir haben in der Nikon gearbeitet. Mit einer Lampe nur. Das war uns wichtig, dass wir, weil wir auf der Straße fotografiert haben, dass wir eine einfache Technik haben, ein einfacher Hintergrund und wir mussten halt die Lichtverhältnisse bedenken, die wir dann eventuell draußen haben. 1976 gründete Heinz Reuter sein Fotostudio in Koblenz. Wir haben jetzt 40 Jahre Fotostudio Reuter. Gegründet hat es damals mein Vater mit meiner Mutter zusammen. Ich habe damals auch die Ausbildung bei meinen Eltern gemacht. Direkt eigentlich in dem gleichen Jahr. 76 wurde gegründet, 76 habe ich die Ausbildung angefangen. Mein Vater war früher kein Fotograf. Er ist ein Quereinsteiger und hat Meisterprüfung auch in diesem Jahr gemacht. Und wir haben ein bisschen autodidaktisch angefangen, weil keiner wusste, wie führt man denn ein Fotostudio. Und es war sehr, sehr spannende Zeit. Und ich bin sehr froh, dass ich die Ausbildung im eigenen Betrieb gemacht habe. Später bin ich nach Hamburg für die Meisterprüfung und 98 habe ich dann den Betrieb hier übernommen. Mit Sarah steht die dritte Generation im Familienbetrieb. Mutter und Tochter setzen aktuell gemeinsam die Fotografentradition der Reuters fort, wobei Sabine Reuter deutlich macht, was das Besondere ihres Handwerks ausmacht. Das ist einmal eine lange Erfahrung. Der Umgang mit Licht. Ich sage immer, Fotografie ist mit Licht malen. Das ist etwas, was man auch nicht, was eine Technik ersetzen kann. Man kann es etwas erlernen, aber man muss es sehen können. Und das macht einen guten Fotografen aus, zu sehen, wo ist mein Licht, wie muss ich etwas beleuchten. Auch mit Lampen, also es ist nicht nur, wenn ich draußen fotografiere, auch gezielt Lampen einzusetzen an dem richtigen Punkt und den Menschen so darzustellen, wie ich das gerne hätte. Oder wie er es gerne hätte, sagen wir so. Gerade dieses Aufeinander-Einlassen zwischen den Menschen hinter und denen vor der Kamera spielt bei den Fotografien der Ausstellung Wir sind Koblenz eine wichtige Rolle. Spontan auf dem Schengelmarkt angesprochen, ging es ohne Zwischenstopp vor dem Schmink- oder Frisierspiegel direkt vor die Kamera. Entstanden sind so authentische Momentaufnahmen, die in bewusst hartem Licht kontrastreiche, aussagestarke Halbkörperporträts zeigen. Ehrliche, nicht gestellte Schwarz-Weiß-Aufnahmen geben die Gesichtszüge klar wieder. Die von einer Jury ausgewählten Porträts werden nun vom 3. März bis zum 6. April in der Koblenzer Ritzerstraße 24 bis 26 gezeigt. Die Ausstellung, sie ist auch eine Hommage an die handwerkliche Fotografie und stellt die Leistungen dieses Berufsstandes ins Rampenlicht. Vor dem Hintergrund einer Diskussion, die durch einige Berufsfotografen hinsichtlich der Bedeutung von Handwerkskammern für ihr Gewerk geführt wird, hat Sabine Reuter eine klare Haltung und bekennt sich eindeutig zu ihrer HWK Koblenz. Ich bin zufrieden mit der Handwerkskammer. Und den ganzen Diskussionen zum Trotz, ich bin dafür, in der Handwerkskammer zu bleiben. Die Handwerkskammer hat mich in den Jahren, nicht nur mich, auch mal zur Zeit noch von meinem Vater, haben wir große Unterstützung gehabt. Ich hatte auch Beratungen hinsichtlich Auszubildenden, Beratungen hinsichtlich rechtlicher Dinge, die sehr, sehr wichtig waren hinsichtlich meiner Existenzgründung. Und die vielen, ja, die Ausstellungen, es sind verschiedene Ausstellungen gelaufen mittlerweile über die Handwerkskammer. Und diesmal, muss ich sagen, haben wir sehr viel Unterstützung bekommen von der Kammer für diese Ausstellung und besonders auch die ganzen Vergrößerungen. Also tolle, tolle Qualität, muss ich sagen, ganz spitzenmäßig. Große Unterstützung und wirklich einen großen Dank an die Kammer. In der Ausstellung Wir sind Koblenz sind auch die Bilder zu sehen, die Vera Stömmer zeigen. Die selbstständige Handwerksmeisterin aus Koblenz und Mutter von zwei Kindern führt das 1909 gegründete Familienunternehmen in der vierten Generation. Zwei Handwerkerherzen schlagen in ihrer Brust. Sie ist sowohl Uhrmacherin als auch Goldschmiedin. Im Uhrmacherhandwerk hat sie sogar den Meisterbrief erworben. Sie führt an historischer Stätte in Musselweiß eine über 100-jährige Familientradition fort.
Gegründet wurde der Laden 1909. Er ist immer in der Koblenzer Straße 39 geblieben, also da, wo er jetzt auch noch ist. Gegründet wurde er von Anton Stömmer. Der Nachfolger war der Josef Stömmer, also mein Opa. Der nächste war mein Vater, der Peter Josef, genannt aber Toni. Der hat den übernommen 1975, als mein Opa gestorben ist. Der hat dann noch umgebaut, das war 1983. 2008 habe ich den Laden dann übernommen, als wiederum mein Vater leider verstorben ist. Die 38-Jährige hat beide Handwerke von der Pike auf gelernt und kann auf zahlreiche Erfolge verweisen. So wurde sie 2000 Bundessiegerin im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks im Uhrmacherhandwerk. Im Unternehmensalltag spielt die Arbeit mit Uhrwerken, Zahnrädchen und Federn die wichtigere Rolle. Ich bin Uhrmachermeisterin und Goldschmiedegesellin. Und aufteilen tut sich das, ja, ich hätte jetzt gesagt 80% Uhren und der Rest Schmuck. Machen tun wir alles über Reparaturen, auch Anfertigungen, sowohl bei den Uhren als auch beim Schmuck. Also bei den Uhren, soweit wir das maschinell können. Aber wir versuchen immer unser Bestes und versuchen alles möglich zu machen. Die handwerkliche Arbeit an Zeitmessern wird immer stärker nachgefragt, wofür Vera Stömmer eine überraschende wie auch einleuchtende Begründung hat. Ich würde sagen, Uhrmacher ist ein eher aussterbender Beruf. Es gibt nicht mehr so viele. Und Großuhrmacher noch weniger. Also die meisten Uhrmacher, die zumindest in Koblenz oder so gibt, die machen dann nur noch Armbanduhren. Das heißt, Großuhren, die landen dann oft bei uns. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht wegschicken müssen. Wir können also alles im Haus machen. Die Möglichkeit, alle Leistungen in der eigenen Werkstatt zu erbringen, ist wichtiger Teil des Stömmerschen Erfolgskonzepts. Gerade die Vielseitigkeit der Dienstleistungen, neben Verkauf, Neuanfertigung, Wartung und Reparatur, gibt es auch ein breites Sortiment an Ketten, Ringen und Ohrschmuck, zeichnet das Traditionsunternehmen aus, das über Vera in der Ausstellung Wir sind Koblenz vertreten ist. Mehr Informationen zur Ausstellung im Internet unter galerie-handwerk-koblenz.de.